Hier stelle ich eine etwa 35 Kilometer lange Joggingtour in der Rhön mit vielen Sehenswürdigkeiten vor. Hier im Gersfeld beginnt die Tour zum Heidelstein, Rotes Moor und Wasserkuppe. Sieht so wie Rotes Moor aus da hinten. Genau beobachtet. So, jetzt geht's zur Kaskadenschlucht. In der Kaskadenschlucht plätschert ein Bach in Kaskaden Richtung Tal. War der Weg auch schöner. Hier verlasse ich die Kaskadenschlucht. Auf dem Weg vom Roten Moor zum Heidelstein. Da werde ich jetzt so einen Rundkurs laufen. Danach geht es über das Rote Moor Richtung Wasserkuppe. Hier der Moorsee. Moorsee liegt über 800 Meter hoch. Ich nähere mich der Gipfelregion des Heidelsteins. Der Heidelstein ist mit einer Höhe von 926 Meter einer der höchsten Berge der Rhön. Da ich Berge sammle, muss ich immer den höchsten Punkt eines Berges finden. Nun laufe ich wieder in Richtung Rotes Moor, das ich mir noch angucken will. Da müssen wir eigentlich runterkommen. Ich laufe hier quasi auf einer Skiloipe. Das heißt, im Winter ist hier eine Skiloipe. Das scheint hier eine Biathlonstrecke zu sein. Hier mit Schießplatz. Hier beginnt das Rote Moor. Da das Moor natürlich sumpfig ist, läuft man hier auf Laufstegen. Früher wurde hier Torf gestochen, aber jetzt ist alles ein Naturschutzgebiet. Vom Aussichtsturm hat man einen schönen Ausblick auf Moor und Heidelstein, wo ich vorhin oben war. Habe ich gerade eine Rast gemacht. Jetzt geht's weiter Richtung Wasserkuppe. Dieser Basalthaufen ist der Fuchsstein. Das scheint die junge Fulda zu sein. Und etwas weiter oben treffe ich auf die Fulda-Quelle. Hintergrund der Heidelstein, wo ich vorhin oben war. Da ich mich der Wasserkuppe nun näher, sehe ich immer mehr Flieger. Die Wasserkuppe ist ja ein Fliegerparadies, speziell für Segelflieger. Bevor es aber zur Wasserkuppe geht, mache ich zuerst noch einen Abstecher zum schönen Schafstein. Das erinnert etwas an den kleinen Gleichberg. Hm.
Ja, hier mache ich jetzt gerade ein kleines Bäuschen. Hier kann man wunderschön sitzen, hat einen tollen Ausblick. Und warm ist es heute, an die 20 Grad, obwohl wir hier über 800 Meter hoch sind. Der 830 Meter hohe Scharfstein ist ein erloschener Vulkan, wo noch sehr viele Basaltbrocken herumliegen. Ein Käfer. Hier sehen wir gleich dann die größte Blockansammlung der gesamten Rhön. Die Milseburg. Nun laufe ich zur Wasserkuppe, die mit 950 Meter Höhe der höchste Berg der gesamten Rhön ist. Da das Wetter heute so schön ist, ist auf der Wasserkuppe der Bär los. Schnell weg aus dem Trubel. Hier stehe ich auf dem höchsten Punkt der Wasserkuppe. Die Wasserkuppe ist heute von Gleitschirmfliegern übersät. Auf diesen Basaltfelsen wurde das Fliegerdenkmal errichtet. Nun mache ich einen Abstecher zur sehenswerten Abtsroder Kuppe, wo man auch einen schönen Ausblick hat. Schließlich verlasse ich die Wasserkuppe in Richtung Gersfeld, wo der Ausgangspunkt meiner Tour war. Den Pferdekopf lasse ich dabei rechts liegen, den schaue ich mir ein anderes Mal an. Jetzt geht's nach Gersfeld runter. Ich schätze mal noch 4 Kilometer. Habe ich es nicht mehr weit, da unten ist schon Gersfeld.